Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video auf meinem Kanal. Es geht heute wieder mal um das Zeiss Tessar 50mm f2.8 Objektiv. Kurz was zu diesem Objektiv. Ich habe das Objektiv ungefähr im September auf einem Flohmarkt erstanden für unter 10 Euro und es ist seit Tag 1 defekt. Ich habe im letzten Video schon das Objektiv modifiziert, indem ich hier diesen Stößel gekürzt habe. Nach kurzer Zeit hat sich aber ergeben, dass das Problem nicht direkt behoben war, denn es hat sich was in der Optik verklemmt und dann ging wieder nichts mehr. Also habe ich mir zu diesem Video Gedanken gemacht. Mehr dazu nach den B-Rolls. Viel Spaß! So, wie bereits im vorherigen Video erwähnt, hat die letzte Modifikation nur bedingt geholfen. Also musste ich mich wieder an die Fehlersuche machen. Ich habe das Objektiv erstmal aufgeschraubt dazu. So, und hatte das Problem, dass dieser Hebel immer noch an der Unterkante anliegt. Das war verursacht durch die Springblendenmechanik, die ich euch gleich mal einblende. Die hat im Endeffekt bei gewissen Fokussierdistanzen dafür gesorgt, dass der Hebel sich verklemmt und hat ihn verbogen. Jetzt habe ich mir überlegt, wozu braucht man das überhaupt? Und die Antwort ist, ich gar nicht. Ich habe mich informiert über dieses Objektiv, was es damit auf sich hatte. Und zwar hatte man hier den Hebel der Springblende, denn früher hat man zur Belichtungsmessung und zum Fokussieren die Blende ganz aufgemacht, indem man nichts gemacht hat. Die Blende ist von automatisch offen gewesen bei diesem Objektiv. Hat man dann fotografiert, hat die Kamera auf diesen Stößel gedrückt und so die Lamellen auf den eingestellten Arbeitswert geschlossen, also die Arbeitsblende. Da ich das überhaupt nicht benötige, da meine Kamera das automatisch alles ermittelt inzwischen, habe ich mich entschlossen, die gesamte Springblendmechanik zu demontieren. Und jetzt lässt sich auch alles schön verstellen und nichts crasht mehr aneinander. Auch wenn man den Fokus ändert, sieht man hier, jetzt hat man einen recht großen Abstand zwischen dem Hebel. Und wenn man auf eine andere Distanz fokussiert, sieht man, wie der Hebel nach unten wandert. Und genau da ist dann die Kollision passiert. Und wenn die Blendmechanik, die Springblendmechanik nicht mehr vorhanden ist, existiert dieses Problem auch nicht. Für den Fall, dass ich das Objektiv weiterverkaufen werde, habe ich aufgeschrieben, zu welchem Objektiv sie gehört. Hier sieht man die kleine Feder und die Mechanik dazu. Aber solange ich das Objektiv besitze, werde ich sie definitiv nicht mehr verwenden. Jetzt noch ein kleiner Teaser, wie ich versuche, das Scharfstellproblem zu lösen. Das hier ist der Adapter. Angeblich garantiert er Scharfstellen bis unendlich. Aktuell funktioniert das noch nicht. Er ist wie folgt aufgebaut. Man hat hier diesen Ring. Ich nehme an, der soll den Stößel des Objektivs reindrücken, dass man mit Arbeitsblende fotografieren kann. So ist es auch im Internet beschrieben. Hier ist der Ring mit dem Innengewinde. Und hier ist die Auflagefläche fürs Objektiv. So war das Ganze montiert. Fixiert wird das mit drei Schrauben. Hier, hier und hier. Und das Problem ist, aktuell, wenn das Objektiv am Adapter montiert ist, passt der Abstand noch nicht richtig. Ich versuche mich jetzt darüber zu machen und vielleicht konnte ich mein Problem schon beheben, indem ich einfach die Mechanik rausschmeiße. Wir werden sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald.